weiß nur nicht, in wessen Internet das lag. Wird meins gewesen sein wahrscheinlich. Ich sage, das Internet hier ist echt nicht so prickelnd momentan. Ach, das ist nicht... Nein, ich sag das jetzt lieber nicht, was gerade sagen sollte. Na los, sag. Ich wollte sagen, das Internet ist nicht deutsch, aber... Das lasse ich lieber. Aber gut, okay, es ist ja auch nicht deutsch, ne? Gut, dass du es nicht gesagt hast, gell? Ja, da bin ich voll beruhigt. Jo. Ich weiß schon, was man im Let's Play nicht sagen darf und was man sagen darf. Weil ich bin auch Let's Player. Ich bin recht klein noch auf YouTube. Wie viele Abos hast du jetzt eigentlich? 1111. Ich hab 82. Kommt fast auf selbe hinaus. Ja, aber weißt du, sag's mal so, ich will auch gar nicht so super groß sein. Ich meine, guck mal, dann hast du, was bringt dir 10, nehmen wir mal an, du hast 10.000 Abonnenten, was bringt dir 10.000 Abonnenten, die nicht aktiv deine Videos schauen, wenn du da auf deine Videos 0 Klicks hast? Ja, das stimmt. Ich habe ja auch, also, ich habe auf pro Video momentan, glaube ich, so, wenn es hochkommt auf die Magic Mine Videos, habe ich momentan so 10 Aufrufe. Ja, von 1.100 Leuten, die zuschauen, ja, das sind 10%. 1%. Ich brauche noch weiße Wolle. Achso. Ja, das meine ich halt. Es gibt halt Leute, die sind einfach nur zu faul, den D-Abo-Knopf zu benutzen. Nö, oder? Das geht eigentlich. Also ich habe heute zum Beispiel wieder 3 D-Abos gehabt. Ja, aber es ist. Allerdings musst du es auch so sehen. Wenn du jetzt ein Spiel machst, zum Beispiel. Es gibt Leute, die mögen vielleicht kein Assassin's Creed. Wenn du dann Assassin's Creed bringst, dann hast du natürlich weniger Aufrufe. Als wenn jetzt deine, zum Beispiel die Großzahl auf deinem Kanal möchte Minecraft sehen und du machst dann noch andere Let's Plays, die die halt nicht so gerne sehen wollen, dann hast du natürlich weniger Klicks auf das Let's Play, ne? Ja klar, aber man will natürlich, also ich zumindest mach's ja, ich biete ja natürlich auch immer die Option an, dass die Zuschauer entscheiden, was Let's Play wird, ne? Es meldet sich bloß meistens nie einer. Bitte melde dich. Wir suchen dich. Deutschland sucht deine Meinung. Was? Du bist ein Recall. Ich sollte mal die Minecraft-Musik ausstellen. Was? Also, ich sollte mal die Standard-Minecraft-Musik ausstellen. Kann ja, so dieses Doppelbordüdel macht keinen Spaß. Deswegen, das ist nicht so cool. Ich wollte gerade schon wieder fresh sagen, aber irgendwie ist das Wort zu oft gefallen schon, oder? Das Einzige, was hier nicht fresh ist, bist du. Der Big Mac, der ist auch nicht fresh. Der ist auch nicht unbedingt fresh, ja. Ah, er ist fresher als du. Ich würde jetzt einen Witz bringen, aber das lasse ich, weil ich weiß nicht, ob du Gläubige, also ob du jetzt, ob das irgendjemanden verletzen würde, der jetzt streng gläubig ist, und ich kenne deine Abonnenten nicht, deswegen sage ich das jetzt. Mach lieber keine gläubigen Witze, das kommt nie gut an. Deswegen mache ich das jetzt ja nicht. Du hast was gegen Gläubige? Nein, ich habe was gegen Allah. Was? Jetzt habe ich auch einen gläubigen Witz gemacht. Siehst du, jetzt verliere ich mindestens 100 Abos. Ja, siehst du. Nein, das wird mich ruinieren. Mit den 5 Cent, die ich verdiene. Oder auch nicht. Habe ich hier so einen Kopf hingebaut, ey. Kann man auf die Musikbox was draufbauen? Dein Gehirn. Ja, den auch. Ja, genau, den auch. Ja, wir auch. Gerade. Hä? Was? Hä? Den auch? Ich spiele Minecraft. Mama, das habe ich ganz allein gebaut. Wir hatten mal bei der Feuerwehr UVV so, ne? Und wir haben so viel Scheiße gemacht irgendwie. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was du mir sagen wolltest. Wir haben heute bei Feuerwehr so UVV gemacht. Das ist Unfallverhütungsvorschrift. Nein, das hat nichts damit zu tun, was du denkst. Egal, alles nein. Alles klar, mach weiter. Und wir haben irgendwie so viel Scheiße gebaut, Alter. Irgendwie. Ja, was passiert, wenn die Tür des TSF auf ist? Ja, ich so, ja, dann können die Leute das ins Gesicht kriegen und freuen sich ein Leben lang über ein deformiertes Gesicht. So, eigentlich ja ganz richtig, jetzt nochmal jugendfrei erzählen. Sowas halt. Wie findest du den Turm? Warte kurz, ich baue gerade weiß. Ja, das kommt falsch. Fresh. Ja, sieht gut aus.
Du musst nur gucken, so einen Springer, also so ein Pferd zu bauen, ist vielleicht ein bisschen schwer, oder? Ich probiere gerade mal alle Figuren so ein bisschen durch. Jetzt probiere ich mal so einen Bauer, der sollte auch ganz einfach sein eigentlich. Beim Bauern versuchst du irgendwie so ein bisschen rundliche Form zu machen und oben machst du so eine... Oben könntest du rein theoretisch einen Schädel drauf machen. Skelettschädel. Dann hast deinen, du bei... deinen Schädel könnte ich oben drauf bauen. Nein, ich meine jetzt mal im Ernst. Ich meine, du könntest für die weiße Seite könntest du einen weißen, so einen Skelettkopf machen. Wo soll ich ernst deinen Schädel herkriegen? Der hängt bei dir noch im Haus. Achso, stimmt. Ach, Ernst, genau, Ernst. Wie konnte ich das nur vergessen? Also was Rundes bei Minecraft hinzukriegen, ist nicht einfach, wollte ich nur mal so anmerken. Ja, aber du weißt, wie ich es meine. Du meinst es ernst, todernst. Und auch Spaß wurde ernst, ne? Das ist nicht witzig, ohne Spaß. mein Arbeitskollege, mein Ex-Arbeitskollege, hat sein Kind wirklich ernst genannt. Spaß wurde wirklich ernst. Und da hat er, ich denke, auch Spaß wurde ernst. Und ich sehe, das ist nicht dein Ernst, hast dich dein Kind ernst genannt, damit du das sagen kannst. Doch, hab ich. Gut, okay. Du musst mal so Achtlinge, ne? So deine Frau oder deine Freundin muss mal Achtlinge kriegen und dann kannst du nach Leuchtens benennen. Wieso Achtlinge? Warum nicht? Da hast du 8 Schems zur Auswahl. Kannst du eine Lane mitfüllen? Du gehörst eingesperrt, ist dir schon klar, oder? Ich weiß. Deswegen haben mich die Leute lieb. In den weißen Westen. Was? Ich versuche gerade irgendwie... ja. Die Form rund hinzubekommen. Das klappt nur nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Aber Minecraft ist ja bekanntlich... Würdest du neue Musik anmachen? Ja, aber natürlich. Ich habe aber nur 3 Schallplatten. Warte. Wenn du mir... Ey, warte mal. Stell hier mal eine Kiste hin mit Schallplatten. Dann ist das leichter. Kiste, Moment. Das ist Kistenkrieg, ey. Spaß. So. Kommt es da hin? Ich bin Dieter Bohlen, ich sammle Schallplatten. Was? die dir gestern den Kopf werfen, meinst du? Auch. Oh. Aber das ist ja nichts Neues. Halt einfach von Natur aus schlecht. Was? Da ist eine Schallplatte, die sieht kaputt aus. Soll ich die mal reinwerfen? Ja, ich weiß nicht, ob die funktioniert. Ich hab sie dir einfach mal gegeben. Was ist das denn? Ich weiß es nicht, es klingt spannend. Die Schallplatte kannst du ja im normalen Let's Play nicht, im normalen Spiel nicht bekommen, gell? Das ist eine Bonus-Schallplatte, die gibt's nur im Kreativmodus. Hört sich irgendwie nach Herobrine an, meinst du nicht? Kann sein, ja. Meine, hör mal. Klingt aber... sehr spannend gerade. Ja. Eine Person läuft vielleicht was davon. Sich an wie so einen, keine Ahnung, als hätte das jemand aufgenommen, während er gerade irgendwo vorflüchtet, vor Wölfen oder sowas. Ja, so ungefähr klang das gerade. Fand's aber nicht schlecht. Du kannst aber nee, auch. Das ist auch weiß. Das war jetzt cool. Das war auf jeden Fall mal interessant.
Sowas müsste es echt in solchen Spielen öfters geben. So, das welche Art? Easter Eggs oder was? Ich nenne ja, so Easter Eggs. So was Mythisches, gerade zu Minecraft passt sowas. Stell dir mal vor, du läufst durch den Dschungel und findest so eine CD, legst die zu Hause ein, denkst du hast Lied und dann kommt sowas. Das ist doch voll geil. Das hatten wir schon. Wie findest du den Bauern? Das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Warte kurz. Wo ist denn der? Da. Wo es geht eigentlich? Doch, kann man machen. Sieht ja aus wie so ein LOL-Tower. Was? Sieht aus wie so ein LOL-Tower. Naja, ich sag's mal so, wenn das jetzt ein 6-jähriges Kind so hört, stell dir mal vor, das spielt gerade nachts alleine Minecraft mit Headset. Ist das irgendwie schon verständlich, dass du es nur im Creative Mode kriegst, diese Platte, oder? Nee, verstehe ich nicht. Jetzt habe ich meine... Voll an wie Pokémon, das hört sich voll an wie Pokémon-Musik, Alter. Ja, habe ich auch dazu gedacht. So. Komm, schnapp sie dir! Ey, man müsste da so... Ey, weißt du, was geil wäre? Ich. Auch. Nein, wenn du jetzt Dings machen könntest, wenn du die Schallplatten eigene Musik einfügen könntest und du sowas wie Lavandertown oder sowas hast. Also von Pokémon, kennst du eventuell. Ja. Ja. Das wäre irgendwie... Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal so an, du kannst hier ja so eine fast eigene Welt bauen, ne? Zum Beispiel, du machst so eine Art Horrorwelt und dann hättest du so ein Lied im Hintergrund, was halt so etwas Bedrückendes an sich hat. Und ich habe gerade einen Fehler gebaut. Einen Fehler gebaut? Ja, Fehler gebaut. Komm mal jetzt zur Statue. Warte mal ganz kurz. Mal her. Ist doch geil, oder? Ja. Wir bauen gerade eine Hunger Game Maps, glaube ich wohl eher. Also was können wir dann später einfügen? Dann haben wir schon mal einen Tower. Und hier in dem Tower ist noch eine Kiste gewesen, hast du gesehen? Jo, hab ich gesehen. Es wird schon wieder dunkel. Ist nicht schlecht. Ja, bist du mit den Feldern, das sieht schon mal gut aus. Ja, ich habe mich gerade einmal verbaut gehabt, wie gesagt. Nee, nicht nur einmal verbaut gehabt, Alter, guck dir das an. Scheiße. der hat nicht gewechselt, der hat nicht die Farbe gewechselt. Warte, ich geb dir mal was. Guck mal hier, nimm mal das. Hinter dir. Nipp. Warte mal, ab wo ist denn richtig? Genau, da, ja, genau da. Warte, schwarz, weiß und dann muss hier schwarz. Dann muss der hier weg. Schnipp. Ja. Schnipp, schnapp und er ist... nein. Bei dir passiert doch eh nichts mehr. Fick you. Deutschlich korrekt bei dir? Ja. Wem ist jetzt gerade? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ja, gut. Mein Handy fährt sich gerade herunter. Warum das? Ist aus. Achso, ne. So ist, glaube ich, scheiße. Hat das was damit zu tun, dass dein Akku leer ist? Könnte sein. Wer will das wissen? Aber ja, aber nein. Ich bin eine Lady. Oder sowas. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber das denken meine Freundin auch, Alter. Ich habe vorhin eine Freundin von mir gefragt.
ob sie mir einen Kamm geben kann, weil meine Haare lagen nicht. Ja, das... Ich kann sie verstehen. Sie ist voll sauschön. Ja, am besten finden die das immer, dass man mit mir shoppen gehen kann, weil ich gehe ja selber shoppen auch öfter. Du solltest dich im... Weißt du, ich erreiche trotzdem mindestens 10 bis 20 Leute. Du solltest dich jetzt nicht von 10 bis 20 Leuten outen, weißt du? Das kommt, glaube ich, nicht so gut für dich. Die Menschen könnten auf falsche Gedanken kommen. Do you know? Do you knopf, what I mean? Ja, sie würden mir ihre Handynummer geben, weil sie mich so wunderschön und attraktiv finden. Nicht. Und dich eher nicht so, weil ich habe einfach so eine Ausstrahlung, die das halt beinhaltet, dass mich die Leute einfach lieben. Das nennt man auch atomare Vergasung. Aber red ruhig weiter. Es gibt Menschen, Alter, die sind wie Atomendenlager, die will man einfach nicht haben. Der war nicht schlecht. Es gibt Menschen, die sind wie Atomendenlager. Keiner mag sie. Wie findest du den Bauern jetzt? Der sieht voll beschissen aus. Warte kurz, ich komme gleich noch hin. Guck dir das Ding mal an, ey. Warte, nur noch 4 Blöcke setzen? So. So wunderschön, einfach nur. Das ist wie so ein Atompilz. Ja. Weißt du, was das Schlimmste ist? Die Wolle bewegt sich ja bei mir durch den Shader, oder? Ja. Das sieht seltsam aus, das macht mir Angst. Vendetta. Ja. Wenn du wüsstest, wie viele Menschen du Angst machst. Nur weil meine Stimme etwas Besonderes ist. Wow. Freunde. Jetzt bin ich geflasht. Und angewidert. Geflasht und angewidert. Es gibt wirklich Leute, die haben Angst vor mir. Also zum Beispiel, weil ich Creepypastas mache. Sie finden die einerseits cool, andererseits irgendwie haben sie Angst. Weil diese Atmosphäre, sie können einfach nicht mit diesem Horror leben, weil... Es gibt halt wirklich Leute, die zucken auch zusammen, wenn die Schlender spielen oder sowas. Oder generell irgendwie irgendeinen Film gucken, der jetzt so ein bisschen brutaler oder sowas ist. Die halt davon, dass sie sowas nicht abkönnen halt, ne? Geschichtsstunde bei Creepypasta Kind. Geh dich bitte erhängen. Wusstest du, dass man in der Feuerwehr lernt, wie man Stricke baut? Ich sag da jetzt nichts dazu. Doch, das lernt man, und zwar... Damit du dir dann irgendwann selbst einen Strick nehmen kannst, meinst du? Nein, es gibt einen sogenannten Maschinistknoten, den musst du machen, wenn du die TS hast. Die Tragkraftspritze. Hat Spritze gesagt. Ja, ich hab Trag gesagt. Egal, Trag war jetzt nicht so witzig. Ey, hier unter ist eine Höhle. Ja, hier unter ist eine Höhle. Das finde ich äußerst spannend und wirklich toll. Nein, ich habe das gerade gehört, dieses Geräusch. Es kommt ja dieses Geräusch, wenn du Höhle findest. Wo bist denn du? Ich bin hier hinten. Und ich stand gerade auf diesem Feld und dann hatte ich dieses Geräusch. Wo? Hier auf dem Weißen. Du bist auf dem Schwarzen. Nein, auf dem Weißen. Da hatte ich so ein Höhlengeräusch. Aua. Ich kann dich schlagen! Ich kann dich schlagen! Grüß dich. Kannst du mich schlagen?